So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich war gerade in der Badewanne, nachdem Sandra in der Badewanne war. Wer ist Sandra? Sandra ist Pupsi, das gehört hier gar nicht rein. Hab mir jetzt hier so ein Homer Simpson XXXXL Fummel angezogen. Der hängt einfach rum, mein Auge brennt komplett wegen dem komischen Zeug, was sie da immer in das Wasser reinmacht. Aber ich hab Durst. Und da habe ich entdeckt, ich habe hier noch auf meinem Umzugstisch Sachen, die ich verbrauchen muss, nämlich 7-Up. Und nicht eine ganz normale 7-Up, nein, drei komische, besondere Sorten 7-Up. Ihr kennt ja das normale 7-Up, das ist ja eine Zitronenlimonade, würde man normal sagen, ne? 7-Up in großen Flaschen habe ich früher auch immer mal getrunken, so zwischendurch, fand ich sogar besser als Sprite, teilweise. Was schnüffelst du denn da an meinem Bein rum? Aber jetzt 7-Up. Saveur Mojito, was bestimmt dann schmeckt wie dieser komische Cocktail. Ihr habt Saveur Cherise, also mit Scheiße, nee, mit Kirschgeschmack. Jetzt haben wir es, genau. Und 7-Up Tropical. Das also drei besondere Sorten. Hier ist auch eine Ananas drauf und eine Maracuja. Denke ich mal, dass das eine Maracuja ist. Das müssen wir mal... Wie kann man das denn schön in die Kamera jetzt halten? Dass das präsent auf dem Thumbnail ist und man erkennt, dass das 7-Up ist. So. Ne, warte, da ist noch ein Zettel dabei. So. Jetzt kann man es runterstellen und kann es trinken. Und zwar einmal zum Testen in dem Berliner Luftgläschen und dann alle drei Sorten gemischt zusammen aus dem auf den dicken Bierkrug. Man kennt das ja. Fangen wir mal an mit dem Mojito. Da steht ja alles ausländisch drauf, dass man auch ja nichts lesen kann. Extra dann so ein Ding drüber gemacht, ne, damit es auch Pfand gibt. Riecht auf jeden Fall, ja, sehr, sehr minzig. Minzig, Zitronenwertemente, also Zitrone mit Minze, ein Mojito 7-Up in durchsichtiger Farbe. Sieht dann so aus, probieren wir mal einen Schluck. Hat gut Kohlensäure dabei, war nicht gekühlt, stand nur auf dem Tisch, ist sehr schaumig, aber nicht so übertrieben. Irgendwie ist es ein angenehmer Schaum, das bei Coca-Cola zum Beispiel, könnt ihr vergessen, die musst du gekühlt trinken, sonst geht da gar nichts. Das hat einen sehr angenehmen Geschmack und der Schaum ist auch wunderbar, also gefällt mir richtig gut. 7-Up, Mojito, hätte ich nicht gedacht, dass mich das so überrascht. Ist auch nicht zu süß, ist nicht zu aufdringlich. Hat diese besondere Note, schmeckt schon wieder wie Mentos Spearmint, was ich immer am besten fand von den ganzen Mentos-Sorten. Wenn das so weitergeht, freue ich mich besonders. Das heißt, wir gehen direkt mal zu 7-Up Sherry. Kirsch. Gibt dir Kirsch-Cola, gibt andere Sachen mit Kirsch, die richtig eklig sind. Kriegst du immer voll den Mund. Deswegen gucken wir mal, was das kann. Ob das jetzt einfach nur leicht schaumiges Getränk mit Kirschgeschmack ist oder ob das richtig übertrieben ist. Wir schnüffeln mal wieder kurz. Riecht leicht süßlich, aber lässt direkt nach. Ist auch, ich dachte, das ist rot, das ist auch einfach wässrig, also durchsichtig. Scheint also nur immer eine kleine Brise One Touch drin zu sein. Das ist auch voll in Ordnung. Also so viele Getränke sagen, wir machen Kirsch, dann ist das knallrot, dann ist das so übertrieben. Da kommst du gar nicht drauf klar, aber hier hast du trotzdem das Gefühl, du trinkst ein normales 7-Up, wo ein ganz kleiner Tropfen irgendwas anderes mit reingemacht wurde, um den Geschmack in eine andere Richtung zu bringen. Aber die 7-Up-Note im Kern bleibt erhalten. Auch Kirsch schmeckt eigentlich gut. Würde ich auch nochmal kaufen, würde ich auch nochmal trinken. Aber wir haben ja noch Tropical, das ist bestimmt das schwarze Schaf aus der Familie. Saveur Cocktail Exotique Tropical mit vielleicht Ananas und Maracuja. Machen es auf, ich denke mal, das ist jetzt durchsichtig, das wird jetzt nicht gelb sein. Ja, es ist natürlich wieder durchsichtig, das heißt, wenn wir alles in ein Glas schenken, weiß man gar nicht, was ist, weil alles gleich aussieht. Und... Maracuja. Wenn du irgendwie Pfirsich-Maracuja-Zeugs hast, ist das... Ja, Maracuja muss das sein. Maracuja, Limonade oder irgendwas. Ich hoffe, man schmeckt auch Ananas raus.
riecht süßer, als es ist. Du denkst, da kommt jetzt voll die Maracuja-Note, aber doch, es hat wieder diesen 7-Up-Ursprung und dann geht es ein bisschen in eine Richtung, was Maracuja sein soll und auch gleichzeitig vielleicht Touch Ananas, aber irgendwie schmeckt das ein bisschen muffig und nicht ganz so lieblich und süß wie die zwei davor. Also den Mojito fand ich richtig gut, Sherry fand ich auch richtig gut, Tropical, Cocktail, Exotic, nicht so mein Fall, da fehlt mir irgendwas, kann ich nicht beschreiben, aber egal. Ist trotzdem besser als die meisten anderen Sachen, die man so kriegt. Das heißt, wir schmeißen euch jetzt alles natürlich noch hier rein. Und also die zwei Sorten hier zusammenkippen. Tun die dritte Sorte noch mit ran, dass es noch mehr kippt. Uiuiui, das Glas hätte man mal ausspülen müssen, ja. Ich weiß sowieso gar nicht, wie viel man da reinschenken muss, weil eigentlich besteht es gerade nur noch aus Schaum. Jetzt war das wieder 3000 Jahre, dass es weggeht. Du könntest es, wenn das ein bisschen steht, der Schaum weg ist, es einfach als normales Mineralwasser verkaufen. Was... Oh mein Gott. Das sieht aus, als hätte jemand Klebstoff reingemacht und es schwimmt alles so gegenseitig an sich rum. Ist also sehr künstlich und bestimmt auch nicht so gesund. Total übertrieben und süß. Es ist auch kein Zerro. Die meisten Getränke in letzter Zeit, die du so kriegst, ist immer alles Zero. Aber das nicht Zero. 0% Zero. 100% Zucker. Alles in diesem Glas. Und das sieht auf jeden Fall richtig genial aus für das Thumbnail. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Merkst diese Minznote von dem Makuhita, von dem Mojito, merkst du einfach hinten durch. Aber genial. Würde ich alle drei nochmal kaufen. Komm, egal. Auch Tropical. Wenn du zusammen trinkst, beste Kombination. Das war's. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Kennt ihr noch andere 7-Up-Sorten? Schreibt's in die Kommentare. Habt ihr die drei schon mal probiert? Schreibt's mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder findet ihr das Original 7-Up ist das Beste? Besser als breit, schreibt's rein. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Adi-Schatz. Nee, der ist weg. Adi-Schatz? Kein Adi da. Adi da.